Ihr seid alles wunderbare, herrliche, einmalige Originale Gottes. Amen. Schaut euch einmal gegenseitig an, wie wunderbar ihr seid, welche Ideen Gott hatte, ja? Wie der kreativ ist. Halleluja. Amen. Und bitte vergleicht euch nicht miteinander, sonst werdet ihr eine Kopie. Ihr sollt ein herrliches Original bleiben. Amen. Halleluja. Gut, heute darf ich sitzen, weil heute erzähle ich euch eine Geschichte. Gehen wir ein bisschen weiter vorne her, dass mich alle sehen. Sehen mich alle? Jawohl. Heute soll ich euch mein Lebenszeugnis erzählen. Wisst ihr was? Jedes Leben da drinnen ist es wert, ein Buch zu schreiben. Halleluja! Jedes Leben in diesem Raum ist es wert, ein Buch zu schreiben. Und keines wäre langweilig, weil Gott so schöpferisch ist. Amen. Und ich würde euch raten, fangt an, eure Lebensgeschichte zu schreiben. Wisst ihr, gib mir ein leeres Blattel und ich bin leer. Dass ich je ein Buch geschrieben habe, ist das größte Wunder Gottes. Und zwar, es ist schon lange zurück jetzt, hat mich der SCM-Verlag eingeladen, meine Lebensgeschichte zu schreiben. Mein Gott, du gibst mir ein leeres Blatt, ich bin leer. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, ich soll probieren. Dann hat meine wunderbare Sekretärin gesagt, Maria, du kannst reden, ich schreibe. Diktiere alles. Dann habe ich gesagt, aber ich habe keine Zeit. Sagt sie, ja, dann schaffen wir Zeit. Meine Schwester lebt in La Palma, auf einer wunderbaren, herrlichen Insel, wo ja so der Vulkan so lang gespuckt hat. Der hat Platz für uns, fahren wir da hin. Du diktierst in der Sonne, ich schreibe im Büro. Sind wir da hingefahren. Und dann habe ich einfach angefangen zu reden und diktiert. Und sie hat alles geschrieben. Dann haben wir das dem Verlag geschickt. Dann hat der Verlag gesagt, eine sehr spannende Geschichte, weil die haben mich gefragt, ob sie mein Leben, meine Lebensgeschichte schreiben dürfen. Ja, ist gut, aber jetzt müssen wir ihnen eine Lektorin schicken. Ich möchte nur sagen, wie Gott Dinge zurechtbiegt, ja. Wenn du glaubst, du kannst was nicht, der hat Wege, um es zu können. Amen. Haben die mir eine Lektorin geschickt, die ist zweimal nach Afrika geflogen und hat mich, die ist nicht von meiner Seite gewichen. Und die hat das gelesen, was ich bisher geschrieben habe, und hat sie gesagt, du, da hast du uns einiges verheimlicht. Sag ich, ja, das will ich nicht sagen. Sagt sie, aber dann verstehen die Leute nicht, warum du dann so gehandelt hast. Das musst du auch schreiben. Und die hat mir alles herausgezogen. Die hat mich splitnackt gemacht. Und ihr Lieben, das brauchen wir. Wir sollen vor Gott geistige Nackerbatzeln werden. Amen. Damit er uns mit seiner Herrlichkeit bekleiden kann. Amen. Jetzt lese ich euch gerade das Vorwort vor, das sie geschrieben hat. Wenn der liebe Gott mir in meiner Jugend offenbart hätte, was er mit mir vorhat, hätte ich mich wahrscheinlich zu den Ureinwohnern nach Australien geflüchtet. Ich war ein sehr schüchternes Kind, das sich fast für die Luft, die es atmete, entschuldigt hat. Es war wohl früh in meinem Leben eine Frage sehr präsent. Wozu? Bitte nicht warum. Warum ist immer Rebellion? Wozu hat mich auf diese Welt gebracht? Was hat er sich dabei gedacht? Was sind seine Pläne für mich, mit mir? Ich wollte nie schauen, wozu ich auf dieser Welt war. Interessiert sich das auch? Halleluja, dann frage ich nur. Wozu, nicht warum? Warum ist immer, warum hast du mich erschaffen? Nein, er hat dich erschaffen und du bist ein herrliches Original. Schaut euch einmal gegenseitig an und sagt, du bist das schönste Original, was man sehen kann auf der Welt. Ja, schaut euch nochmal an. Amen. Amen. Ja, sagt es euch nur gegenseitig. Und ich habe schon früh gedacht,
Was hat er sich dabei gedacht, dass er mich erschaffen hat? Was sind seine Pläne mit mir? Ich wollte nie sterben, bevor ich weiß, wozu Gott mich auf die Welt gestellt hat. Willst du das auch? Ein schwaches Antwort. Willst du auch wissen, wozu Gott dich auf die Welt gestellt hat? Ja. Gut. Aber dass Gott so große Pläne mit einem sehr schüchternen Mädchen haben würde, hätte ich mir nie vorstellen können. Eines kann ich in jedem Leser dieses Buches garantieren: Gott hört auf deine Gebete und beantwortet sie zu seiner Zeit. Deine Worte haben Macht. Mit Anfang 20 habe ich gebetet: Lieber Gott, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf Null reduzieren. Aber, der beste Aberglaube: Bitte verherrliche deinen Namen durch mein Leben, setze mich zum Segen für die Menschen und schick mir die Fülle deiner Freude. Schenk mir die Fülle deiner Freude. All das hat Gott in den bisher 83 Jahren erfüllt. Auch habe ich vor vielen Jahren gebetet: Herr Jesus Christus, ab heute gebe ich dir die Kontrolle über mein Leben. Einige Wochen danach weinte ich und beklagte mich bei Gott, dass ich die Kontrolle verliere. Da hörte ich leise die Stimme, aber bestimmte Antwort: Wenn ich die Kontrolle in deinem Leben bekommen soll, dann musst du sie verlieren. Wie viele spüren, sie verlieren jetzt die Kontrolle? Ihr seid auf der richtigen Spur. Gott möchte sie bekommen. Amen. Lasst los. Wenn einmal Gott die Kontrolle in deinem Leben hat, dann wird das Leben spannend. Spannend. Du musst nur schauen, wie du hinterher kommst. Gott verändert dauernd meine Lehrer und meine Klassenzimmer, aber seine Botschaft ist immer dieselbe: Vertraue mir. Amen. Wir alle sind in der Universität des Heiligen Geistes. Da gibt es nur Einzelunterricht. Man kann nicht durchfallen, nur wiederholen. Und leider wiederholen wir zu oft, weil wir die Lektionen nicht erkennen, die Gott uns in unser Herz schreiben möchte. Im Englischen gibt es da ein wunderbares Wortspiel: Not what we experience, but how we respond to what we experience makes us either bitter or better. The only letter that has to change is the letter I. Also nicht das, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und der einzige Buchstabe, der sich ändern muss im Englischen, ist der Buchstabe I, und das bedeutet ich. Ihr Lieben, Veränderung ist die permanente Herausforderung im Leben. Wer verändert sich gerne hier? Also mal schauen. Das sind viele so wie ich, Halleluja. Wir wollen keine Veränderung. Aber nur durch Veränderung kommen wir dorthin, wo Gott uns haben möchte. Fürchtet euch nicht vor Veränderung. Also ganz besonders möchte ich erwähnen, dass ich das beste Team in Europa und in Afrika habe. Meine Mitarbeiter wissen alle, dass sie nicht mir, sondern dem allmächtigen und allgegenwärtigen und allwissenden Gott dienen. Und den kann man nicht bescheiden behandeln. Amen. Meine Mitarbeiter wissen, Gott ist allwissend. Ich sage immer: Wisst ihr, mich als Chef zu haben, da habt ihr kein Problem, aber Gott sieht alles. Ist allgegenwärtig. Ja, wir sind jetzt über 1000 Mitarbeiter. Da waren es nur 700, wie ich das Buch geschrieben habe. Es sind über 1000 Mitarbeiter. Darunter sind nur 7 mit eurer Farbe. Weil ich bin schwarz. Ihr seht es nur nicht. Halleluja. Und es ist unser entschiedenes Ziel, in Uganda ein vollkommen afrikanisches Werk zu gründen. Ja, wir haben bisher 25.000 Kinder in die Schule geschickt. Und zwar waren da, also ich würde sagen, über 90% weißen Kinder, und die anderen waren halbweißen oder sehr arme. Und die kriegen eine Schulausbildung bei uns,
fertig, bis sie sich selber erhalten können. Und wir erleben Gnade pur und das bedeutet unverdiente Liebe. Amen? Gnade kannst du nicht verdienen. Gnade musst du dir schenken lassen. Und bevor du nicht ein Mensch wirst, der weiß, dass alles, was im Leben gut ist, dir geschenkt werden muss, hast du es noch nicht kapiert. Wenn du noch glaubst, du kannst alles verdienen, bist du am Holzweg. Ich lass mir alles schenken. Alles. Wir erleben Gnade pur, also unverdiente Liebe. Und wenn wir aus der Gnade leben, kommen wir aus dem Staunen über seine Liebe, seine Führung, seinen Schutz, seine Versorgung, seine Kraft, seine Weisheit, seine Schönheit, seine Wahrheit nicht hinaus. Und jetzt, ihr Lieben, ist die ganze Welt gefragt. Wo ist mein Vertrauen? Jetzt gebe ich euch ein paar Schriftstellen, die wirklich mir sehr, sehr ins Herz gegangen sind und mit denen ich schon Jahrzehnte lebe. Jesus sagt im Johannesevangelium 10,10: Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wie viel? In Sprüche 22,4: Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn führen zu Reichtum, Ehre und Leben. Und Demut heißt Gott groß machen. Und Ehrfurcht heißt Gott respektieren. Haben wir da noch viel in Europa? Haben wir die Konsequenzen? Dann in Psalm 37, 4 bis 5, einer meiner Lieblingsverse: Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn und er wird es richtig machen. Amen. Wisst ihr, bei einem meiner Seminare war eine Frau, eine ganz tüchtige Geschäftsfrau, die hat geheult plötzlich. Und da bin ich hin und sage: Was ist denn los? Sagt sie: Jesus steht vor mir und sagt, ich soll vom Thron meines Herzens herunterkommen. Ich sage: Ja, dann tu es halt. Nein! Dann habe ich gesagt: Wieso nicht? Ja, was macht denn der dann? Der übernimmt dann die Kontrolle. Sag ich: Ja, freilich, die sollte er schon lange haben. Probier es doch. Und dann ist sie wirklich heruntergestiegen im Gedanken von ihrem Herz, vom Herzenton, und steht vor ihr. Und dann sagt sie: Jetzt geht er hinauf. Dann sage ich: Ja, lass ihn doch. Jetzt setzt er sich in die Mitte meines Herzens. Sag ich: Ja, wunderbar. Ja, was mache denn ich jetzt? Dann habe ich gesagt: Ja, warte, dann wird es schon eine Anweisung geben. Und dann hat sie gesagt: Jetzt rückt er auf die Seite und sagt, ich soll kommen und neben ihm sitzen. Ihr Lieben, Gott möchte in dir, mit dir, durch dich dein Leben bestimmen. Amen. Er braucht dich genauso, wie du ihn brauchst. Amen. Ohne ihn können wir nichts tun. Amen. Und die wurde eine Geschäftsfrau doch viel besser, als sie je war. Weil Jesus, wenn der Herr Jesus im Zentrum deines Herzens sitzt, hast du einen Juden da drinnen. Und wenn das kein guter Geschäftsmann ist, dann weiß ich nicht. Halleluja. Die ist aufgeblüht. Amen. Wir müssen wirklich, Gott will immer nur das Beste haben. Ich habe schon ein Bild gesehen, wo wir da stehen. Da hinten haben wir einen Lutscher, ja. Und der Herr Jesus sitzt, wir haben einen Lutscher. Und der Herr Jesus hat da hinten ein Eis mit Schlagsahne. Und er sagt: Gib mir den Lutscher. Und nein, den lasse ich nicht los. Und wir kriegen nicht, was er hat. Immer was Besseres. Alles, was ich losgelassen habe im Leben und Gott gegeben hat, das hat er mir zurückgegeben, viel besser, als es je war. Amen. Loslassen, Gott lassen. Da könntest du das Buch dann kaufen da draußen. Loslassen und Gott lassen. Das war ein langer Weg für mich. Wir müssen alles loslassen. Und dann wirst du kennenlernen, den Gott, der dich will. Der Gott, der dich liebt. Den Gott, der große Pläne hat für dich. Der Gott, der dich segnen will. Der Gott, der dir seine Geheimnisse offenbaren will. Du lernst dann Gott kennen, aber wir müssen loslassen und Gott lassen. Dann im Johannes 15,4: Bleib in mir und ich werde in euch bleiben.
Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Was ist denn die Frucht eines Christen? Bitte? Wieso hast du gleich die Antwort? Weil andere sagen immer Liebe, Freude, Frieden. Das sind die Früchte vom Heiligen Geist. Amen. Aber als Christ sollen wir weitere Christen in das Reich Gottes bringen. Wie viele hast du schon ins Reich Gottes gebracht? Wer hat schon jemanden zu Jesus geführt? Aber es sind sehr wenige. Ihr Lieben, wir sollen uns vervielfältigen. Ich möchte euch heute freisetzen, das Evangelium zu verbreiten. Denn jetzt ist es sehr notwendig. Die Zeit ist sehr präsent. Jesus kann jeden Tag kommen. Und bei denen Jesus nicht im Zentrum ist, die haben für alle Ewigkeit verloren und werden in der Hölle sein. Auch gute Menschen. Nicht unsere eigene Güte bringt uns in den Himmel, sondern der stellvertretende Tod Jesu Christi. Amen. Ihr Lieben, ihr seid berufen, ein Heer von Millionen Deutschen in das Reich Gottes zu bringen. Ich garantiere euch, ich werde euch alle übertrumpfen. Ich möchte Milliarden bringen. Ja, wir kriegen jetzt eine Fernsehstation in Uganda. Während ich hier sitze, bauen die schon. Ich habe einen riesigen Raum gehabt, wo ich immer wieder also meine Mitarbeiter eingeladen habe. Den haben wir jetzt als Fernsehraum umgepolt und dem jetzt haben sie mir alle Fenster verklebt und alles, weil ja da kein Laut mehr hineinkommen darf. Ja. Aber wenn ich komme, Ende Mai, braucht man nur noch die ganzen besten Kameras und besten Fernseher. Und wir werden ganz Afrika, ganz Europa und ganz Asien decken mit dem Fernsehstudio. Und über einen Satelliten. Amen. Halleluja. Und wer von euch ein gutes Zeugnis hat, soll mal einen Urlaub machen bei mir und dann gibst du Zeugnis und wirst weltbekannt. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir wuchern und Reich Gottes bauen und Millionen Menschen in das Reich Gottes bringen. Amen. Also ich vertraue, dass jeder von euch, ich will heute noch beten mit euch, ich sage es euch. Ich will, dass keiner von euch in der Hölle landet. Denn wisst ihr, nur weil wir uns den Himmel wünschen, kommen wir nicht hin. Nur weil wir denken, ich entscheide mich für den Himmel, ja, da musst du mal die richtigen Entscheidungen treffen und Jesus dein Leben geben. Amen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Sind es gute Verheißungen? Aber was ist das wichtigste Wörtchen? Wenn. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also wir sollen so verknallt sein in den Herrn Jesus, dass wir keine Sekunde leben können ohne ihn. Amen. Wisst ihr, wie ich das erste Mal verliebt war, ihr Lieben? Ich habe die Liebesbriefe immer bei mir gehabt. Im Klo habe ich sie gelesen, bei jeder Gelegenheit. Ich war permanent verbunden. Amen. Und so sollen wir mit Jesus sein. In Liebe. Und dann kommt jetzt aber eine gute Schriftstelle aus Galater 2, 19 und 20. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da komme ich noch näher drauf. Also, Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Ihr Lieben, Gott sucht 100%er. 90% Christ ist ein ganzer Mist.
100%er. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichliche Frucht. So, jetzt möchte ich euch, ihr könnt das Buch kaufen dann und lesen. Ja, es ist jetzt keine Reklame, okay? Also ihr braucht es nicht kaufen, aber es ist ganz nett spannend, ich sag's euch. Außerdem ist es lang. Ich glaube, ich habe eines der längsten Leben hier. Amen. Aber ich wurde 1939 geboren in Innsbruck. Und dann hat gleich einmal der Krieg begonnen, ja. Und ich sag's euch, mit 5 Jahren haben die Bombenangriffe richtig begonnen, wie ich 5 Jahre war, in Innsbruck. Und meine Mama war eine sehr entschiedene Frau, die ist nicht gleich gelaufen, wenn sie die Sirenen gehört hat. Und einmal kann ich mich erinnern, hat sie gebügelt, mein kleiner Bruder hat im Bettchen geschlafen, der war 2 Jahre, ich war 5. Ich habe mit meiner Puppe gespielt und dann hören wir die Sirenen ganz laut. Da sage ich, Mama, geh mal in den Keller. Sagt sie, nein, erst wenn wir die Bomben selber fallen hören. Und in dem Augenblick haut sämtliche Fenster rein vom Druck, die Bomben sind gefallen. Dann hat sie in Geistesgegenwart da die Schnur aus der Wand gezogen, vom Bügeleisen meinen Bruder aus dem Bettchen gerissen und mich genommen. Und sie wollte immer, das hat sie mir immer gesagt, Mama, du musst immer ganz bei mir bleiben, weil wenn wir sterben, sterben wir zusammen. Sie wollte nie, dass ihre Kinder als Waisen zurückbleiben. Sie haben in den Keller runtergelaufen, natürlich von der Straße herein, jede Menge, weil auf unserer Tür war ein Zeichen, dass wir einen Luftschutzkeller haben. Die Leute verwirrt und total haben um ihre Kinder gebangt. Das war so ein Blitzangriff. Sie haben in den Keller runter. Der Keller war nicht mehr wie 4 x 4 Meter. Und da waren bestimmt schon 20 Leute in dem Keller. Vorne so ein dickes Eisen. Es war etwas tiefer, aber das große Eisenfenster war noch zum Hof hinaus, zum Garten. Und in der Ecke hinten war eine Stellage an der Wand und da haben die Leute, es war total katholisch, ja, haben sie Madonnen gehabt und Kreuze und Engel und so als Figuren, ja. Und meine Mama, und die gibt schrien die Leute, meine Kinder, und ganz hysterisch, weil es so ein Blitzangriff war. Bomben sind gefallen, das können wie Fußballbälle sind die geflogen. Und meine Mama, geistesgegenwärtig, geht in die Ecke von diesem Keller, unter diese Stellage, mit meinem Bruder im Arm und mich ganz nahe dran und schreit zu den Leuten. Hört auf, schreien! Lasst uns beten! Und fängt das Vaterunser an. Und alle sind mit ihr in diese Ecke, ganz eng hinein. Und haben mit ihr das Vaterunser gebetet. Und wie das Amen war, fiel eine Bombe vor dem Fenster und dieses riesige Eisenfenster ist in diesen Raum gefallen. Und weil sie alle mit meiner Mama in der Ecke waren, hat es keinen erwischt. Es war stockdunkel im Raum mit Staub und es war furchtbar. Und jeder wusste, wir haben ein Wunder erlebt. Und schweigend sind wir dann hinausgegangen. Und also das war für mich so ein tiefes Erlebnis als 5-jähriges Kind. Gott beantwortet Gebete. Amen. Und ich habe gewusst, das war jetzt der Segen Gottes. Aber meine große Sorge war, ob das meine Puppe überlebt hat, drum, ja. Heute bin ich über die Stiegen. Wie hat sie geheißen, jetzt weiß ich nicht mehr. Sissi oder wie. Da habe ich gesagt, Mama, hat es meine Puppe überlebt? Hat sie gesagt, gehen wir gleich schauen. Auf jeden Fall, die ist genauso drinnen gelegen in ihrem Bettchen, wie ich sie reingelegt habe. Wisst ihr, ich habe immer schon ein großes Herz gehabt für alles, was wie ein Kind ausgeschaut hat. Ja, und dann hat mein Vater, weil es wurde wirklich sehr schlimm, wir haben, glaube ich, im Monat 2-mal sämtliche Gläser, Fenster müssen neu einkitten, weil die jedes Mal mit dem Luftdruck zersprungen sind. Dann hat er uns nach Vorarlberg gebracht. Meine Großmutter war in Bregenzer Wald und da sind wir dann nach Vorarlberg mit Pferden und einer Kutsche und den notwendigsten Sachen,
weiß nicht, wie viele Tage wir da unterwegs waren, in ein kleines Dorf in Vorarlberg. Und da waren wir in einer kleinen Wohnung bei einem Bauernhof. Und ja, und es ging uns recht gut, aber eines Tages sehen wir, also wie da eine ganze Gruppe Soldaten kommt und die meisten waren schwarz. Es war schon gegen Ende des Krieges, ja, 1945. Und wir sehen, wie die herauflaufen, aber ein Bauernhof da drüben, wir waren auch ein Bauernhof, und wie sie zu der Frau was sagen, die wollten Hühner haben und die hat sich hingestellt, na, kriegt ihr nicht. Da haben sie alle Hühner mit dem Hals gezogen, alle Hühner waren tot dann da. Meine Mama hat das gesehen. Und dann sind sie heraufgelaufen und hat gesagt, kommen Sie rein. Sind die alle zu uns ins Wohnzimmer. Und meine Mama hat immer was Gutes gebacken, hat sie so einen guten Zopf gebacken gehabt und einen Holundersaft. Die wollten einen Schnaps, ja. Dann hat sie gesagt, Schnaps hat sie keinen, aber Holundersaft. Und dann sind die um den Tisch herum gesessen und da waren bestimmt von diesen 10, 12 Männern, waren nur 1, 2 waren weiß, die anderen waren alle schwarz. Und ich habe geglaubt, die sind alle angeschmiert. Und ich habe zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen. Und ich bin von hinten hin und habe bei jedem probiert. Und es ist nichts weggegangen. Und ich war so überrascht und die haben das gesehen und haben herzhaft gelacht. Haben mich auf den Schoß genommen, ich habe überall dürfen greifen und es ist nichts weggegangen. Und ich glaube, da ist die Liebe für Afrika in mein Herz gekommen. Und dann haben sie Fotos von ihren Kindern gezeigt und haben gekichert und gelacht mit Holundersaft. Okay? Halleluja. Das war meine erste Begegnung mit schwarzen Menschen. Und dann, ihr Lieben, ja, also ich war immer ein fleißiges Kind. Und dann war ich eben, Mama hat mich in eine Klosterschule geschickt. Und da habe ich das erste Mal Nonnen kennengelernt und die haben mich dann sehr geprägt, weil ich immer gedacht, das ist der einzig richtige Weg im Leben. Und ich habe gedacht, so ein Leben möchte ich auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall war das, was ich gesehen habe. Ja. Und dann habe ich später einmal erkannt, mich hat jemand Gott geschenkt. Ich gehöre über mir selber. Dann habe ich meine Mama gefragt, meine Oma gefragt, alle gefragt, wer hat mich denn verschenkt? Ich gehöre Gott. Und wie bin ich denn da hingekommen? Und alle haben sie gesagt, nein, haben wir nicht gemacht. Und dann bete ich und sage, Herr, wer war das? Und ich sehe das Gesicht dieser Nonne von der ersten Klasse. Die hat mich Gott geschenkt. Und ist gleich drauf einmal gestorben. Genau. Und habe ich gewusst, ich gehöre Gott. Und dann habe ich mit 7 Jahren bei der Erstkommunion habe ich wirklich Jesus aufgenommen. Wir haben einen alten Priester gehabt, solche Beine hat er gehabt, krank war er, aber er hat Jesus gekannt. Und der hat uns gesagt, Jesus will in uns leben. Das findest du nicht oft in der katholischen Kirche. Da lebt er in der Kirche. Der hat gesagt, er will da drinnen leben bei euch. Ich konnte es nicht erwarten, bis ich Jesus aufnehmen kann, dass er da drinnen lebt. Und da hat natürlich noch etwas mitgewirkt. Meine Mutter hat eben ihre Mutter mit 7 Jahren verloren. Und die hat mich mit 7 Jahren zu Erwachsenen gemacht. Und da habe ich gewusst, ich brauche Hilfe. Ich habe gewusst, ich brauche Hilfe. Und da kam Jesus in mein Leben. Und hat mich seither nie mehr verlassen. Jesus ist mein Leben. Und es war eine besondere Gnade, dass dieser Priester uns so real vorbereitet hat, Jesus zu empfangen. Amen. Und ich habe jeden Tag laut in einer Kirche mit Gott geredet. Und er hat mir geantwortet. Ich kann mich erinnern, ich war dann 8 Jahre, mein Bruder war 5 und hat einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Und meine Eltern kamen nach Hause und mein Bruder war das äußerst ersehnte Kind. Und die weinten in der Küche, dann meine Mama und mein Papa. Und ich war so entsetzt, die Mama und den Papa so weinen zu sehen. Und bin in mein Zimmerchen, habe mich vor meinem Bett niedergekniet und habe gesagt, Papa, bitte heile meinen Bruder. Und ich war in einem Lichtkegel. Und ich wusste, Gott hat mein Gebet beantwortet. Bin zu meinen Eltern gelaufen, nicht weinen, nicht weinen, der Kurti wird leben, er wird leben. Und die haben gedacht, ich halte es nicht aus ohne ihn, weil er war mir sehr nahe. Er lebt heute noch. Er wurde Arzt
Und ich weiß, damals hat Gott mich verwendet schon, um eine Wunderheilung zu tun. Der hat solchen Blinddarmdurchbruch gehabt, dass die Ärzte gesagt haben, da kann niemand überleben, das ist alles voll mit Eiter. Er hat überlebt. Amen. Und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele, unser ganzes Leben. Ja, und dann haben meine Eltern schon sehr früh erkannt, dass ich zu himmlisch orientiert bin. Und haben mir dann gesagt, die müssen wir unbedingt was Wirtschaftliches lernen lassen. Und haben mich auf die Handelsakademie geschickt. Ihr Lieben, mit 6 oder 7 Jahren hat mein Papa schon gesagt, du gehst auf die Handelsakademie, gell? Nur, dass du es weißt. Wenn mich Leute gefragt haben, was ich mache, habe ich immer gesagt, ich gehe auf die Handels. Weiß ich nicht mehr, habe ich gesagt, aber irgendwas mit Handel. Auf die Handelsakademie. Und wenn ich nicht auf die Handelsakademie gegangen wäre, hätte ich geglaubt, ich habe den Ruf meines Lebens versäumt. So hat er das mir eingeprägt. Ja? Und ich bin auf die Handelsakademie. Aber wisst ihr, ich hätte besser auf die Knödelakademie gepasst, als wie auf die Handelsakademie. Ich war zwar nicht schlecht, aber auch nicht die Beste. Und da habe ich immer schon gedacht, Herr, wozu bin ich auf dieser Welt? Wozu bin ich auf dieser Welt? Und dann habe ich wirklich gebetet, schon sehr früh, Herr, lass mich nicht sterben, bis ich erkannt habe, wozu du mich auf die Welt gestellt hast. Und das würde ich euch sehr raten, betet, Herr, wer weiß schon, wozu Gott ihn auf die Welt gestellt hat hier? Okay, aber sehr mager. Gott hat einen Plan, einen Traum für dein Leben. Wenn Eltern Träume haben für ihre Kinder, was glaubt ihr, wie viel mehr Gott selber? Und mit 10 Jahren habe ich wirklich erkannt, dass Gott einen Traum für mich haben muss. Und habe nur gesagt, Herr, lass mich nie sterben, bevor ich den Plan, den du für mich hast, erlebe. Ja, und dann, ihr könnt, also ich sage jetzt auch nicht alles, sonst kauft ihr das Buch nicht mehr. Aber das war für mich so ein tiefes, ich habe gewusst mit 7 Jahren, Jesus lebt in mir. Amen. Und meine Kinder wissen das alles. Die wissen das genau. Die wissen, Jesus lebt in ihnen. Und ja, und dann mit 19, das werde ich jetzt nicht sehr ausholen, aber da hat ein Freund unserer Familie mich vergewaltigt. Das war das Allerschlimmste meines Lebens. Und ich wusste von da an, also Mann kann mich bestimmt keiner mehr lieben jetzt, aber ich schaue halt, wie ich sonst mein Leben über die Runden bringe. Ich wusste, Ehe ist für mich nicht dran. Das geht nicht. Außerdem habe ich auch überhaupt keine Beziehung. Sexualität war für mich ein Fluch. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Und dann kam ganz tief der Wunsch, Kinderdorfmutter zu werden. Amen. Da kann ich einen Haufen Kinder haben und brauche keinen Mann. Männer, ihr Lieben, ich liebe euch heute. Ich liebe euch. Ihr seid wunderbar. Amen. Und dann wurde ich Kinderdorfmutter und habe mich unwahrscheinlich angestrengt, eine gute Mutter zu werden. Und habe wirklich den Ruf bekommen, die beste Mutter in Österreich zu sein. Ich habe auch nie Nein sagen können. 9 Kinder habe ich gehabt, 3 Babys drunter. Aber für mich, ich wollte was Gutes tun für die Welt. Ich wollte wirklich, Jesus gefallen. Ich wollte den Armen helfen. Und ich wollte diese Kinder erziehen wie meine eigenen. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen. Und dann habe ich, und ich habe mich total überarbeitet. Ich habe mich selber in einen Burnout hineingearbeitet. Und in einer Nacht kommt der Heilige Geist ganz stark zu mir und sagt, Maria, gib alle Kinder wieder zurück. Leg sie auf den Altar Gottes, wie du sie empfangen hast. Und ich habe gespürt, ich bin in der selben Situation wie Abraham. Der musste auch seinen Sohn auf den Altar legen. Ich habe jedes Kind auf den Altar gelegt, einzeln, und geweint, was das Zeug gehalten hat.
Und vor allem mein letztes Kind, das habe ich mit 3 Monaten bekommen und das war so knapp 4 Jahre. Und die habe ich heiß geliebt und sie hat mich heiß geliebt. Und dann habe ich alle auf den Altar gelegt und Jesus wieder zurückgegeben. Und geweint, geweint, geweint. Wisst ihr, das Herz einer Mutter ist das Letzte, was ans Kreuz geht. Beim Mann ist es, das, also die, beim Mann ist es die logische Überlegung. Ja. Der löst alles da oben, wir sind da unten eigentlich. Und da habe ich unwahrscheinlich geweint. Und, aber wie das letzte Kind am Altar war, habe ich etwas erlebt, dass Jesus in meinem Raum am Kreuz hängt. Und ich stehe mit meinem Schurz, wir haben damals noch Schürzen getragen, und da war alles drinnen. Weil ich habe immer geglaubt, Jesus ist nur für die bösen Menschen da draußen gestorben. Für mich hätte man können eine andere Lösung finden. Ja, was ist das? Selbstgerechtigkeit pur. Und in der Nacht habe ich erkannt, dass was ich in dem Schurz da verberge, war Selbstgerechtigkeit, war Angst vor Gott, war Stolz, war alles selbst. Und selbst ihr Leben muss ans Kreuz. Ich habe nicht gewusst, dass Jesus für mich auch sterben musste. Aber in dem Augenblick, wo ich gesehen habe, wie der am Kreuz umhängt und sagt, gib mir jetzt alles in diesem Schurz, habe ich gesagt, das tut dir jetzt wahnsinnig weh. Und er hat gesagt, deshalb bin ich da. Öffne diesen Schurz. Und ich habe dann mit Zagen habe ich den Schurz geöffnet und es war wie ein Magnet. Ist meine ganze Sünde auf Jesus gekommen und er war in Schmerz. Und auch, es ist noch mehr auf ihn gekommen. Es ist meine Ursünde auf ihn gekommen. Ich habe gespürt, da geht was weg von mir. Und ich schaue mich an und ich stehe in einem schneeweißen Kleid vor dem Kreuz. Und da habe ich verstanden, ewiges Leben ist ein Geschenk. Das muss man sich schenken lassen. Das kann keiner verdienen. Ich war so glücklich. Und der Herr am Kreuz hat meine Last getragen. Und ihr Lieben, das müsst ihr wissen, er hat deine Schuld bezahlt, sodass du vor Gott gerecht dastehen kannst. Amen. In einem weißen Kleid. Und dann hat Gott mich, ich war dann nach der Handelsakademie war ich bei einem Steuerberater und dann hat Gott mich nach Amerika geführt. Und in Amerika, ja, also bevor das gekommen ist, habe ich von einem Tiroler der hat gesagt, du flieg mit mir nach Amerika für 2 Monate. Ich habe Zither gespielt damals und habe ganz fest bei geschlossenen Türen geprobt, weil ich ja so schüchtern war. Ich konnte unmöglich fremde Menschen in meiner Gegenwart haben und etwas tun, ob das ein Gedichtaufsang war oder die Zither spielen. Und dann habe ich Zither geübt und war schon sehr gut. Aber ich habe mir immer noch nicht vorstellen können, vor Menschen das zu machen. Und dann hat mein Musiklehrer gesagt, weißt, du musst das einfach alle in der Unterhose vorstellen. Und dann ist die Furcht weg, das habe ich nicht können. Aber ich habe ein freundliches Gesicht gesucht. Und für den habe ich gespielt. Und die anderen haben zuhören dürfen. Amen. Ihr Lieben, das ist auch heute noch. Ich suche mir immer das freundliche Gesicht. Und der darf alles hören. Und dann die anderen dürfen auch zuhören. Amen. Ja, und dann war ich dort 2 Monate und ich war untergebracht bei einer Pastorenfamilie und die waren Baptisten. Und ihr Lieben, da ist was passiert. Ich war noch nie in einer anderen Kirche außer in der katholischen. Und uns wurde ja eingeprägt, da darf man nicht woanders hin, okay? Sünde, wenn man andere geht. Und ich habe die katholische Kirche nicht gefunden. Überall habe ich gesucht. Ich habe sie nicht gefunden, aber ich habe viele andere Kirchen gefunden. Dann hat der Herr gesagt, geh einmal jeden Sonntag in eine andere.
Und jeden Sonntag bin ich in eine andere, aber immer ganz hinten gesessen, damit ich gleich rauslaufen kann, wenn was komisch ist, ja. Und nachdem ich alle durchgehabt habe, die Baptisten, die Episkopalianer, die alle, habe ich mir gedacht, Moment, die haben alle das Wort Gottes, die beten alle Jesus an. Bei den einen ist die Anbetung besser, bei den anderen die Predigt, bei den anderen der Kinderdienst, bei den anderen die Gemeinschaft nachher. Die haben um eine Offenbarung Gottes ein eigenes Reich gebaut. Amen. Wenn wir die alle zusammenbringen würden, habe ich mir gedacht, die anderen haben die beste Jugendarbeit gehabt. Wenn man die zusammenbringt, dann hätte man wahrscheinlich das, was Jesus sich vorstellt. Und wie ich die letzte von diesen christlichen Kirchen durchgehabt habe, habe ich die katholische gefunden. Gott wollte mir nur zeigen, den Leib Christi. Amen. Und ich sage es euch, der Leib Christi hat alle Farben. Amen. Der hat alle Farben. Also bitte. Und ich rede jetzt vom Leib Christi. Jetzt waren alles christliche Kirchen, okay? Und dann hat Gott zu mir gesagt, bleib. Bleib. Kann doch nicht bleiben. Erstens einmal, ja, da muss ich noch was sagen. Mit 20 habe ich eine Osteoporose gehabt, die so schwer war wie eine 100-jährige Frau. Ich habe Medikamente bekommen, wir haben sie alle, Amalgam, Füllungen von den Zähnen raus. Ich habe alles durchgemacht und es wurde nicht besser. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht in Amerika bleiben. Ich habe nämlich Karl May gelesen und habe die Weißen immer verurteilt, dass sie den Indianern das Land weggenommen haben, ja. Und jetzt soll ich selber bleiben. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, Herr. Ich will den Indianern nichts wegnehmen. Und dann hat der Pastor, wo ich gewohnt habe, der hat immer ein bisschen komisch ausgeschaut, aber ich wusste, wo der her ist. Das war ein Cherokee-Indianer. Und dann hat er eines Tages gesagt, heute bringe ich dich wohin, Maria. Komm mit. Und dann ist er mit mir über den Berg drüber gefahren. Auf der anderen Seite war eine große Ansammlung von Cherokee-Indianern mit dem Häuptling. Und dann bringt er mich dahin zum Häuptling. Und er fragt, warum bist denn du da in dem Land? Sag ich, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe furchtbare Hemmungen, da zu bleiben. Gott sagt mir, er soll bleiben. Aber dann nehme ich ja den Indianern den Land weg, das Land weg, wie die anderen auch. Dann habe ich gesagt, ich halte das nicht aus. Dann steht er auf, küsst mich auf die Stirne und sagt, du bist eine von uns. Ich lade dich ein, bleib in unserem Land. Wie kann man sich das ausdenken? Also das war für mich ein Schock. Ein Cherokee-Häuptling hat mich in Amerika willkommen geheißen. Amen. Ja, und dann habe ich da eben sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt in Amerika. Und der Amerikaner, ich sage es euch, der private Amerikaner ist ein wunderbarer Mensch. Gastfreundlich, herzlich. Furchtbar, wie sich Amerika in der Welt benimmt. Aber das sind nicht die Amerikaner. Der einzelne Amerikaner ist ein super Kerl. Wunderbar, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt dort. Aber ich war immer über die Außenpolitik schockiert. Gut. Und dann habe ich eine Stelle bekommen in einem Motel. Und dort habe ich dann gearbeitet. Und ich sage es euch, da wurde ich sehr herausgefordert. Es war ein wunderschönes Motel auf einem Berg drum. Da haben mir Freunde gegeben haben sie dort gefragt, ob ich dort arbeiten kann, habe ich dort gearbeitet. Und dann haben mich die Leute immer gefragt, kannst du dort leben in dem Motel? Hast du keine Probleme? Sag ich, bis jetzt überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der Chef der ärgste Weiberheld im Dorf war, im Ort war. Aber wir haben ja nie gesehen, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, und dein Chef, ja, mit dem habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe gesagt, aber habe ich nicht gesagt, dass ich ihn noch nie gesehen habe, ja. Dann habe ich gesagt, mir geht es wunderbar dort, ja. Und dann, ich habe nämlich gearbeitet von 11 Uhr nachts bis 7 Uhr früh. Und da habe ich nie gesehen. Und dann haben sie mich versetzt von 3 Uhr Nachmittag bis 11 Uhr abends. Und dann habe ich den Kerl kennengelernt.
Ihr Lieben, also erst einmal habe ich gewusst, was er für ein Kerl ist, das haben sie mir schon gesagt. Dann habe ich jeden Tag seinen Stuhl gesalbt mit Öl, habe Schriftstellen unter seinen Schreibtisch geklebt, Schriftstellen, damit er, also die für ihn gelten sollten, der ist jeden Tag mit einer fetten Hose nach von meinem Salböl. Und dann habe ich alle Leute, weil ich habe gehört, dass er wirklich ein totaler Frauen, ein Weiberheld ist, ja. Und dann gehe ich mal mit haben Gäste. Und es war ein Hotel, wo hauptsächlich hohe Gäste von der Regierung waren oder Hochzeitler, ja, Honeymooner. Und dann hat mich jemand gerufen, ich soll zwei Handtücher oder was bringen in ein Zimmer. Ich gehe mit dem und er kommt von hinten her und packt mich. Ich lasse alles fallen und schnalze ihm eine. Wow. Der hat alle fünf Finger im Gesicht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so, die Stelle hast du jetzt gesehen. Jetzt ist das Ende. Dann habe ich das hingebracht zu dem Zimmer und dann bin ich, und er ist abgehauen, ganz schnell. Aber die Tür war zu. Dann habe ich geklopft. Dann hat er mich hereinlassen. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, was gerade passiert ist, aber ich habe keine Garantie, ob das nicht wieder passiert, wenn Sie mich so behandeln, weil das geht schneller, als ich denken kann. Dann habe ich gesagt, jetzt können Sie mich rausschmeißen. Dann sagt er, für die Wahrheit kann ich niemanden rausschmeißen. Dann habe ich gesagt, ich habe überall verkündigt, dass Sie so ein wunderbarer Chef sind, bevor ich Sie gesehen habe. Und jetzt hätte ich gern, dass Sie danach leben. Dort habe ich gelernt, Demut, ihr Lieben. Am nächsten Tag bringt er mir so eine lange Schachtel mit hunderten kleinen Kärtchen. Sagt er, hast bestimmt Zeit, tu die alle alphabetisch ordnen, ja? Ich habe mich sehr bemüht, die alphabetisch zu ordnen. Und wie ich sie ihm überreiche, lasst sie fallen. Sagt er, mach's noch einmal. Ihr Lieben, wenn nicht Jesus in meinem Herzen gesessen wäre, hätte ich ihm die Schachtel aufgesetzt. Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich mache ich es noch einmal. Und habe gelacht. Jemand denkt, mich wirst du nicht erzürnen. Das mache ich noch einmal. Und der war sehr überrascht. Was immer er getan hat, er konnte mich nicht. Also ich war für ihn das Rätsel. Und seine Frau wurde meine Freundin. Die Frau war viel, viel älter wie er. Und die sagt zu mir eines Tages, Frau Bruni, habe ich geheißen, Frau Bruni, darf ich Ihnen meinen Mann anvertrauen? Ich habe nämlich Sie zu Jesus geführt, dass er das Gleiche macht wie ich. Dann habe ich gesagt, haben Sie nichts Leichteres? Sagt sie, nein, wenn einer den bezwingt, dann sind Sie mit der Liebe Gottes. Gut, sie ist gestorben. Der hat sofort wollen mich heiraten, habe ich gesagt, es tut mir leid, aber Gott gibt mir keine Erlaubnis. Dann wurde ich zu seinem Todfeind. Der hat mich schikaniert, wie er nur konnte. Der hat dann so lockere Mädchen mal stattgenommen, neue Autos gekauft. Ich bin mit einem verbeulten VW herumgefahren. Und immer so quasi, könntest du alles haben. Weltreisen hat er mit denen gemacht, wenn du gefügig wärst. Und ich war nicht gefügig. Und das hat den Kerl so irritiert. Da hat er mir mal angeschrien, hat er gesagt, du gehörst nicht mehr in diese Welt. Du solltest irgendwo in einer Kirche leben. Und Gott hat mir dann bald einmal eine Gelegenheit gegeben, nach Denver zu übersiedeln in ein christliches Werk, ein großes Werk für Seelsorge. Und da bin ich, und da hat er mich, hat er gesagt, da gehörst du hin. Und da bin ich dann hin. Und während ich noch dort war, war einmal eine Gruppe von Propheten in diesem Motel. Und da habe ich gesagt, ihr Lieben, betet für den Chef. Denn der braucht Gott so dringend. Und seine Frau hat mir noch gesagt, ich soll schauen, dass der zu Jesus kommt. Ja. Und ist gestorben inzwischen. Ich muss das erledigen. Betet doch dafür. Ja. Und dann hat Gott mich nach längerer Zeit nach Europa zurückgeholt. Und da habe ich in kürzester Zeit, ja,
am Weg von, ich habe in Denver, Colorado gewohnt, meine Schwester hat in New York gewohnt und die wollten mein Auto kaufen. Jetzt bin ich mit dem Auto von Denver nach New York gefahren und da habe ich 2 Seminare gegeben in der Zwischenzeit. Und ich war da schon sehr gut unterwegs, weil ich so viel Heilung selber erfahren habe. Ja? Und die habe ich dann weitergegeben. Waren alles Seminare über innere Heilung. Und dann beim ersten Seminar kommt eine Frau und sagt, du, ich habe gesehen, verheiratet. Ach so, habe ich gesagt, das ist spannend, ich kenne keinen. Ich kenne niemanden. Und ich wollte auch nicht heiraten. Und dann beim zweiten sagt eine, du, ich habe gesehen, Gott hat einen Mann für dich, der ist wie ein Engel. Widersetz dich nicht ihm, denn Gott schickt dir einen wunderbaren Ehemann. Boah, dann habe ich geschaut, wo der ist. Weit und breit niemand. Da habe ich gedacht, das wird jetzt aber spannend. Und inzwischen hat Gott mich schon, ja, da muss ich auch noch sagen, der mich vergewaltigt hat, der war ein Italiener und ich war mit seiner Mutter sehr befreundet, aber jahrelang habe ich dann mit der Familie keinen Kontakt gehabt. Und die Mutter musste dann in eine Klinik in Tirol zu einer Operation und die hat mich suchen lassen. Und dann habe ich sie besucht und dann hat sie mich um Vergebung gebeten. Sie hat gesagt, ich weiß, da war etwas Schlimmes zwischen deinem Sohn und mir, meinem Sohn und dir. Ich bitte dich um Vergebung, wir lieben dich. Und es war eine wunderbare Begegnung mit der Mutter. Und dann hat sie gesagt, morgen kommt er. Dann habe ich gesagt, aber ich nicht. Den will ich nicht mehr sehen. Am nächsten Tag komme ich nach Hause, steht so ein großer Rosenstrauß, rote Rosen vor meiner Haustür, von ihm. Er möchte mich unbedingt sehen. Dann habe ich gesagt, Herr, soll ich ihn sehen? Dann sagt er, ja. Und dann hat er mich um Vergebung gebeten. Und ich habe ihm vergeben und es dann nie mehr gesehen. Ich habe ihn freigesetzt. Und, muss ich schauen, so viel ist da passiert, wisst ihr. Und Gott hat mich wirklich geheilt. Und zwar in Träumen. Und in der Nacht habe ich oft zu weinen begonnen. Und ich wusste, der Heilige Geist tut etwas. So lasst den Heiligen Geist wirken in euch. Kannst ruhig sagen, Herr, wo immer da noch etwas nicht geheilt ist in mir, mach's in der Nacht, wenn ich schlaf. Amen. Und es wird geschehen, du wirst sehen, er wird es tun. Und dann lass die Tränen einfach fließen. Das ist flüssige Liebe. Amen. Ja, und dann kam ich nach Österreich. Das Auto habe ich zuerst meinem Schwager verkauft und bin nach Österreich da habe ich noch vergessen zu sagen, in Denver, Colorado war ich dann schon Seelsorgerin in einer riesigen Vineyard-Gemeinde und die haben dauernd gesagt, Maria, in letzter Zeit bringst du so viele deutsche Wörter in dein Englisch, ruft Gott dich zurück nach Österreich. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich einmal nach Österreich. Nachher bin ich nach Österreich für 2 Monate und daraus wurde dann der Rest meines Lebens. Und in der Zeit ruft mich eine Frau an und sagt, du Maria, da ist ein Österreicher, der möchte dich unbedingt kennenlernen. Der hat schon x-mal bei dir angerufen, aber er erwischt dich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, gib ihm halt die Nummer, dann kann er anrufen. Ja. Und dann rief der an am Gründonnerstag. Sagt er, ich heiße so und so, das war der Herbert Brehan. Nein, sie hat mir die Nummer gegeben und sagt, ruf ihn an. Dann haben wir gedacht, so, ich rufe an, sage meinen Namen und wenn er blöd tut, dann hänge ich sofort auf. Und dann habe ich angerufen und dann habe ich gesagt, das ist Maria Brehan. Ja, Mai, hat er gesagt, schon so lange versuche ich, sie zu erreichen. Wo sind Sie denn? Ich sage, jetzt bin ich in Österreich. Ja, wann kann ich Sie denn sehen? Na, und ich habe mich gerade vorbereitet für das erste Seminar auf Deutsch. Alles andere habe ich auf Englisch gemacht, immer in Amerika. Dann habe ich gesagt, ja, in 2 Monaten einmal. Jetzt muss ich mich vorbereiten für eine Konferenz. Dann habe ich gesagt, das ist mir viel zu lang. Das war aber sympathisch, ja. Er hat nicht gleich alles angenommen, wie ich es gesagt habe. Ihr Männer, ihr wollt ja die Führung haben. Jawohl, Halleluja. Und dann sind wir draufgekommen, dass wir am nächsten Tag, also das war an einem grünen Donnerstag, am Samstag
hat er einen Termin in der Mitte von Österreich gehabt und ich auch im gleichen Ort, bei den gleichen Freunden. Und das wusste ich gar nicht. Ja. Dann hat er gesagt, dann treffen wir uns dort. Gut, habe ich mir gedacht, wenn ich den treffe, dann bin ich sehr nervös, nehme ich mir mal eine Strickerei mit, ja, damit ich mich ablenken kann. Habe ich eine Strickerei mitgenommen und dann kam er und hat Süßigkeiten jede Menge für die Kinder gebracht und ich höre schon im Hausgang seine Stimme, denke ich mir, sehr väterlich. Er sieht mich hinter dem Tisch stricken, sehr, denkt sich sehr mütterlich. Und dann haben wir vielleicht eine halbe Stunde Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und dann ist die ganze Familie verschwunden. Und wir waren alleine da. Dann hat er gesagt, und ich trage schon jahrzehntelang einen Verlobungsring mit Jesus. Und den habe ich getragen. Und er hat mir sein ganzes Leben erzählt. Ich möchte Ihnen mein Leben erzählen. Er war ein Spätberufener, ein echter Lebemann. Und Jesus ist ihm persönlich erschienen. Und er war heiß für Jesus. Aber er hatte ein sehr farbenfrohes Leben hinter sich. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Sie werden sich wahrscheinlich wundern, ich trage da einen Verlobungsring. Ich bin mit Jesus verlobt. Und das ist der Beste. Sollte Gott mir einen Mann noch mal schenken, dann ist das halt ein guter Bonus. Weißt du, am Abend denke ich mir, um Gottes Willen, wer will denn mit einem Bonus ein Leben machen? Den werde ich nie mehr sehen. Aber wisst ihr, das war genau die ausschlaggebende Antwort. Er war verheiratet und die Frau war halb Jüdin und er hat sich bekehrt. Es ist ihm Jesus erschienen und die hat gesagt, mit so einem Verrückten kann sie nicht weiterleben. Und hat sich scheiden lassen. Und er hat dann jahrelang gebetet, dass Gott ihm eine Frau schenkt, die Gott liebt. Eine Frau, bei der er nicht diese Liebe, die er vor Gott hat, also austauschen muss, okay? Und wie er mich kennengelernt hat, ja, dann hat er noch zu mir gesagt, warum hast du diese Maria Bruni in mein Leben gebracht? Dann hat der Herr gesagt, als Balsam für dein Herz. Ich habe gesagt, ich glaube, du bist eine Zugsalbe. Du bringst den ganzen Dreck aus mir heraus. Dann habe ich gesagt, ja, da musst du dich bei Gott beklagen. Ich tue gar nichts, um das herauszubringen. Aber er wurde dann sehr dankbar, dass ich eine Zugsalbe war. Und er wurde sehr, sehr heilig und rein. Aber nach 6 Jahren, und da war noch etwas, meine Nichten und Neffen, denen habe ich versprochen, dass ich mit ihnen eine Amerikareise mache nach dem Abitur. Und dann sagt mein Mann, du hast doch denen versprochen, jetzt haben sie das Abitur alle fertig, mach doch Amerikareise. Dann habe ich gesagt, komm, steht mit, sag du, ich habe so viele Termine. Er war Steuerberater und Wirtschaftsberater. Er hat gesagt, ich kann nicht, aber ich bete für dich. Dann bin ich mit denen gefahren. Und es war interessant. Wir waren so verbunden, wir sind ja Stunden Zeitunterschied, ja, in Kalifornien bis 8 Stunden. Und immer, wenn wir irgendwo beim Haus hinein sind, hat er angerufen. Immer waren wir in Verbindung. Und wie ich zurückkomme, hat er 15 Kilo verloren in 3 Wochen. Sag ich, wie schaust denn du aus? Ja, sag er, Maria, er bestimmt mit meinem Magen nicht. Er hat vor vielen Jahren vorher eine Magenoperation gehabt, 2/3. Und da kommt oft ein Krebs in diesen Magen, Mund, oder wie man das sagt, also diesen Muskel, okay, viele Jahre später. Und den spürt man erst, wenn es zu spät ist. Dann hat er gesagt, ich glaube, ich habe was mit dem Magen. Dann habe ich gesagt, ja, gehen wir zum Arzt. Sag er, nein, jetzt haben wir noch 3 Wochen Seminare, die machen wir fertig, und dann gehe ich zum Arzt. Und dann ging er zum Arzt und kommt, und habe ich gesagt, darf ich mitgehen? Nein, heute bleibst du daheim. Das muss ich alleine machen. Und dann kommt er zurück, und wir haben viele Stufen hinauf gehabt zu unserem Haus. Und er kommt und ich sehe, wie er kommt. Ein großes Schild da vorne. Krebs. Und ich lasse einen Schrei aus. Nein, Herbert, sagt er, ja, Maria, im letzten Stadium. Es war im Juni.
Und im November ist er gestorben. Aber so heilig, so gereinigt. Und diese letzten 6 Monate waren die allerschönsten unseres Lebens. Und wir haben wirklich, also wir sind auseinandergegangen in totaler Liebe füreinander. Wisst ihr, am dem Tag, wo er vom Arzt kam und wir wussten, er hat Krebs im letzten Stadium, sind wir spazieren gegangen im Wald und setzten uns auf eine Bank. Und auf einmal fangen wir beide an zu weinen, aus dem Innersten. Und zwar nicht wegen dem Krebs, sondern es wurde uns jede Sekunde bewusst, wo wir uns nicht so geliebt haben, wie Jesus uns liebt. Und wir haben richtig göttliche Reue gehabt für jede Sekunde, die wir vergeudet haben und uns nicht so geliebt haben wie Jesus. Wir haben geweint. Das war himmlische Reue. Und von da weg war unsere Liebe himmlisch. Herrlich. Jede Berührung war schon elektrisch. Amen. Das war die schönste Zeit. Und er hat gesagt, Maria, wir machen weiter. Also wir haben viele Seminare gegeben und er war überall dabei. Und dann noch etwas. Wir haben uns ja nur 5 Tage gesehen. Wisst ihr, er hat gesagt zu mir, nach 5 Tagen hat er gesagt, du Maria, wir lernen uns doch ohne dies erst in der Ehe kennen. Warum soll man lang warten? Wir wissen, wir gehören zusammen. Wann ist denn dein nächstes freies Wochenende? Dann haben wir geschaut, war 4 Wochen später, dann haben wir geheiratet an dem Tag. Und das war für uns, wir haben ein evangelistisches Fest daraus gemacht. Weil wir gewusst haben, die ganzen Verwandten, die sehen wir nie mehr. Die sollen das Evangelium hören. Diese Ehe war so evangelistisch, dass wir vergessen haben, Fotos zu machen. Aber alle haben das Evangelium gehört. Amen. Also, wisst ihr, die Ehe ist ein Bund zwischen Gott, Mann und Frau. Ist kein Vertrag. Wie die Ehe geschaffen wurde, hat es noch keine Gesetze gegeben. Wir haben dann Eheverträge gemacht. Die kann man ändern, die kann man abbrechen, aber die Ehe, wie sie von Gott aus gesehen ist, ist ein Bund. Und ein Bund kann nicht verändert werden. Amen. Ich glaube, da müssen wir auch wieder zurück, wie jetzt die Reich-Gottes-Ordnungen kommen. Unsere Ehe war ein Bund mit Gott. Den hat er im Himmel geschlossen. Und ja, und dann kann ich mich erinnern, wir haben kommuniziert. Er hat Leute zu Jesus geführt in der Zeit, noch jede Menge. Und dann ging es aber immer mehr abwärts. Der Krebs hat nämlich schon die Leber ergriffen gehabt, da waren schon große Metastasen. Wir haben gebetet, gebetet und er hat immer gesagt, Maria, mein Leben ist zu Ende. Und zum Schluss hat er gesagt, darf ich mich jetzt fallen lassen? Das war um 2 Uhr früh, wo wir nur die ganze Nacht gesungen haben miteinander. Und ich habe gedacht, zum Einschlafen. Er hat mich gefragt, ob er sterben darf. Und ich sage, ja, Herbert, immer kannst du dich fallen lassen in die Hände Gottes. Mei, habe ich mich geärgert, dass ich das gesagt habe. Aber er ist in die ewige Herrlichkeit abgezwitschert. Und wisst ihr was? Ich habe bis 5 Uhr Nachmittag noch seine Hand gehalten. Denn seine Hand war für mich Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, Liebe. Und dann sehe ich, wie Jesus in den Raum kommt und sagt, Maria, darf ich ihn jetzt mitnehmen? Da habe ich gesagt, ja, aber das war ein Schrei in meinem Herzen. Ich habe nach so vielen Jahren alleine, ich war 47, wie ich geheiratet habe, endlich gespürt, was es heißt, eins zu sein mit einem geliebten Mann. Und das zu verlieren, war für mich furchtbar. Ich wollte mit ihm sterben. Und ich habe ihm schon gesagt vorher, ich stirb mit dir, ich will mit dir sterben. Und dann hat er gesagt, Maria, Gott ist mit mir fertig, aber mit dir hat er noch ganz große Pläne. Pfeifen hätte ich können auf die Pläne. Sterben wollte ich.
Wenn ich ihn jetzt im Himmel treffe, wird das Erste, wird er sagen, habe ich recht gehabt? Werde ich sagen, wie immer. Amen. Er war 15 Jahre älter wie ich, aber er war ein sehr, sehr guter Ehemann. Und er hat mich geheilt. Ich liebe euch Männer jetzt sehr. Ihr seid keine Bedrohung mehr für mich, sondern ein wunderbares, herrliches Gegenüber. Amen. Mann und Frau gehören zusammen. Das hat Gott geschaffen. Ihr Lieben, alle anderen Kombinationen sind nicht von Gott. Mann und Frau. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese 6 Jahre Ehe hatte und erlebt habe, wie Gott, wenn zwei übereinstimmen, was der bewerkstelligen kann. Und wir haben hunderte von Menschen zu Jesus führen dürfen. Wir haben Konferenzen gehabt in Israel, viele in Israel. Wir haben Konferenzen gehabt in Deutschland, in England, in Amerika, in der Schweiz, in Österreich. Und überall sind Menschen zu Jesus gekommen. Und das ist das Wertvollste, wenn durch eine Ehe neues Leben entsteht. Amen. Dass wir andere ins Reich Gottes führen dürfen. Und da muss ich euch sagen, ihr Eheleute, was ihr ausstrahlt als Ehepartner, spricht noch lauter wie die Worte, die ihr sprecht. Die Menschen wollen die Liebe sehen, die zwischen euch ist. Die Liebe, die zwischen euch fließt. Und ich schaue mir immer die Frauen an, wisst ihr? Weil die Frau ist der Abglanz des Mannes. Ah ja, siehst du, hat gleich einer gesagt zu seiner Frau, lächle. Ich bin schon überzeugt bei euch, ich bin schon überzeugt. Du bist ein guter Abglanz deines Mannes. Wisst ihr, die Ehe ist für mich das raffinierteste Heiligungsinstitut Gottes. Amen. Der liegt sogar in der Nacht noch neben dir und schnarcht. Kein Auskommen. Da muss man vergeben lernen. Amen. Und lieben lernen. Aber die Ehe ist das Schönste, was Gott uns auf Erden gibt. Ich glaube persönlich, dass Gott möchte, dass jede Ehe ein Stück Himmel auf Erden ist. Denn es ist ein Vorgeschmack unserer Beziehung mit Jesus Christus. Amen. Und da muss ich euch Männern was sagen. Ihr kriegt auch einen Schleier. Ihr seid auch eine Braut. Und ich glaube, jeder Mann wird draufkommen, ich habe nichts zu geben, außer ich krieg's zuerst von Gott. Amen. Sonst läufst du dauernd leer. Wisst ihr, ihr Männer, ihr sollt die Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Also das ist die höchste Liebe, die man sich vorstellen kann, weil die Gemeinde war noch nie perfekt. Ihr habt einen hohen Auftrag. Wir Frauen sollen nur Jesus vertrauen, wie die Gemeinde vertraut hat. Die war nie perfekt. Amen. Ihr Lieben, die Ehe ist für diese Welt ein Vorgeschmack des Himmels. Genießt einander, liebt einander. Ist die einzige Beziehung auf dieser Welt, wo man alles auch dann konsumieren kann, was man investiert. Amen. Die 6 Jahre Ehe waren für mich die schönsten Jahre. Und ich glaube, Gott hat mir das schmecken lassen, damit ich euch sagen kann, um was es geht. Halleluja. Wisst ihr, ich bin Seelsorgerin für viele Menschen. Ich weiß, was es heißt, alleine zu sein, mit 47 geheiratet. Ich weiß, was es heißt, einsam zu sein. Ich weiß, was es heißt, in der Ehe zu leben. Ist nicht immer rosig. Und ich weiß, was es heißt, Witwe zu sein. Ich weiß, was es heißt, alleinerziehende Mutter zu sein. Ich habe ganz viele Kinder in meiner Familie, aber herrliche Kinder und ich liebe sie. Ich bin extrem dankbar für diese Erfahrungen. Ja, und dann ist mein Mann gestorben und dann habe ich das Haus des Lebens in Ems gekauft, das er schon gesegnet hat und gesagt, das kauft man da. Ja, und dann ging es weiter und dann ruft mich Gott nach Afrika.
Und da wusste ich, das ist jetzt die echte Berufung. Meine Familie hat ja sofort geglaubt, ich habe den Verstand verloren, mit 60 Jahren nach Afrika zu gehen, wo die Krankheiten anfangen. Kein Geld habe ich, keine Vision, gar nichts. So, die spinnt, die müssen wir einsperren. Dann habe ich gesagt, ich gehe zu Fuß nach Afrika, wenn ihr mich, da brich ich aus dem Gefängnis. Gott ruft mich und ich sage es euch, wenn Gott dich ruft für etwas, dann musst du gehen. Koste es, was es wolle. Amen. Sie haben mich dann ziehen lassen und meine ganze Familie hat erlebt, wie Gott mich gesegnet hat. Ich bin gesegnet, ich kann es auch nicht sagen. Und Gott möchte dich segnen so sehr, dass die Leute, die dich beobachten, sagen, na, das kannst nicht du sein. Das ist Gott selbst. Aber da müsst ihr euch bereit erklären, Gott zur Verfügung zu stehen. Wisst ihr, ich habe überhaupt keine Pläne gehabt, überhaupt nichts. Gott hat, und ich habe gewusst, wie ich angekommen bin in Uganda und diese Not sehe, dann habe ich gesagt, Herr, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das ist ein Fass ohne Boden. Dann hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War wieder so groß mit Hut, ja? Ich habe gesagt, was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich dir zeige. Was hat Jesus getan? Jeden Tag, was er den Vater hat tun sehen im Himmel. Und da möchte ich euch jetzt entlasten von euren großen Vorstellungen. Gott braucht nicht unsere Leistungen. Gott will deinen Gehorsam. Und er garantiert dir, dass der viel mehr machen kann mit dir, durch dich, als du je hättest vollbringen können. Ich lade euch wirklich ein, kommst nach Afrika und dann werdet ihr staunen, was Gott mit einem so einem schwachen Weib in mir zusammenbringt, weil ich ihm nicht im Wege stehe. Ich sage jeden Tag nur, Papa, was ist dein Traum für heute? Aber das sage ich hier auch, ja. Hilf mir, den Himmel heute auf die Erde zu bringen. Und dann zeigt er mir genau, was er vorhat. Und dann wandle ich in dem, was ich genau, der Tag war wieder erfolgreich. Amen. Und den Rat möchte ich euch geben. Wacht auf in der Früh, sagt Papa, du hast die ganze Nacht geschuftet, um alles vorzubereiten für den Tag, der vor mir liegt. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich erkenne, was dein Plan ist. Und da kommst du vom Staunen nicht heraus. Ich garantiere es euch. Gott hat so hohe Pläne mit dir und mir. Wisst ihr, wie ich nach Uganda gekommen bin? Ich war ja eine absolute Null. Heute bin ich bekannt überall, aber ohne, dass ich es gesucht habe. Ohne. Wollte nie diese Position haben, die ich jetzt habe. Wenn du in Uganda ein Problem hast und du sagst, du gehst zu Mama Maria, die lassen dich alle laufen. Die sagen alle dann, geh bitte. Und das kann nur Gott machen. Amen. Gott möchte dich so zum Segen setzen, dass alle sagen, wow, das kannst nicht du sein. Amen. Ich würde euch so gerne einen Film zeigen, aber leider habe ich keinen da. Wir haben jetzt haben wir schon fast 25.000 Kinder in die Schule geschickt. Davon sind 8.000 vollkommen fertig. Und die haben große Positionen. Wir lassen sie das studieren, wo sie ihr Herz haben. Wir haben ganz viele Ärzte, wir haben ganz viele Rechtsanwälte, wir haben ganz viele in den Behörden in Uganda. Wo ich hinkomme, habe ich meine Schüler. Ich kann mit jeder Mama hier konkurrieren. Obwohl ich 10 haben wollte, aber jetzt habe ich Tausende. Amen. Wirklich, ich sage es euch, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und er lässt sich nichts schuldig bleiben. Amen. Ich bin so gesegnet in Afrika.
so gesegnet. Und Gott möchte dich segnen. Denn nur wenn du gesegnet bist, kannst du ein Segen sein. Amen. Wisst ihr, der Teufel will uns arm, krank und dumm halten. Welcher Vater hier hat Freude, wenn seine Kinder arm, dumm und krank sind? Weil seid ihr gescheit. Und da glaubt ihr, Gott möchte das? Gott möchte, dass wir reich sind. Reich an Liebe. Reich an Beziehungen. Und er wird uns alles Geld geben, das wir brauchen, um das zu tun, was er vorgeschlagen oder was er geplant hat. Er möchte, dass wir Einfluss haben. Ihr seid, wie nennt man das, Hefeteig? Oder wie nennt man es noch? Sauerteig. Sauerteig. Wo du bist, sollte alles durchdrungen werden. Mit Reich Gottes, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden. Wo du bist, soll der Wohlgeruch Christi sein. Amen. Der Wohlgeruch Christi. Aber das kannst du nur, indem du mit ihm verbunden lebst. Wer in mir bleibt und meine Worte in ihm bleiben, der kann bitten, um was er will. Amen. Ohne ihn sind wir hoffnungslose Versager. In ihm, mit ihm sind wir der Segen für diese Welt. Amen. Und darum möchte ich gern, dass ihr in der Früh aufsteht, jeden Tag und sagt, Herr, du musst einen super guten Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Diese Welt ist gesegnet, dass ich darauf wandle. Ihr könnt ruhig herzlich lachen. Aber glaubt es. Glaubt es, jeder von euch ist ein Geschenk Gottes für diese Welt. Und Gott hat Pläne durch dich, die er für keinen anderen hat. Die will er nur durch dich erledigen. Ich habe schon erzählt, ich habe schon gesagt, lieber Gott, wie kannst du mich auswählen, um so etwas aufzubauen? Hat er gesagt, ja, du stehst mir nicht im Wege, aber du bist nicht meine erste Wahl. Ich sagte, wie viel? Da sagte die dritte. Die anderen zwei haben kein Echo gegeben. Ich weiß nicht, wer die waren. Ja, und warum hast du mich als dritte Wahl genommen? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Weil du mit mir fließt. Gott möchte dich als Mitarbeiter, wo du mit ihm fließt in der Welt, was er vorbereitet hat. Macht es Sinn? Macht es Sinn für euch? Aber dann musst du deine ganzen Pläne auf den Altar Gottes legen. Amen. Und wir wollen alles schon am Montag wissen, was am Samstag passiert. Im Reich Gottes weißt du am Montag noch nicht, was am Montag passiert. Und Gott sei Dank, ihr Lieben, diese Zeiten sind nicht sehr angenehm, okay? Gott nimmt uns alles aus der Hand. Hört ihr das? Es wird uns alles aus der Hand genommen, weil er der Chef werden will. Amen. Und wir mit ihm fließen sollen. Aber ich liebe es. Ich liebe das Abenteuer. Und es ist ein Abenteuer mit Gott. Er möchte durch dein Leben verherrlicht werden. Er möchte, dass sein Name groß wird durch dich. Und er möchte dir Freude geben und Frieden und dich so überraschen von seiner Liebe und seiner Güte. Amen. Aber es geht darum, dass wir alles, und ich meine alles, loslassen. Eines meiner letzten Prüfungen, die ich jetzt vor 2 Jahren hatte, meine Tochter ist jetzt, damals war sie 15, und ich habe dann noch 2 Söhne, die bei mir wohnen. Einer ist blind, der andere ist ein ganz super gescheiter Kerl. Und der fährt auch schon sehr gut Auto. Haben sie gesagt, Mama, wir müssen in die Stadt fahren. Unser blinder Johnny braucht Cremen für die Augen. Und wir müssen was erledigen. Alle meine Kinder sind im Homeschooling. Müssen wieder neue Unterlagen holen. Und ich sage, okay, könnt's fahren mit dem Auto, aber kommt bald nach Hause. Sind sie um 9 Uhr früh weggefahren, um 9 Uhr abends waren sie noch nicht da. Den ganzen Tag habe ich probiert, sie zu erreichen. Keiner der 3 Telefone, ich war tot, total tot. Und um 9 Uhr abends waren sie noch nicht da. Und bei uns wird es schon um
halb acht spätestens, stockdunkel. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Haben die einen Unfall gehabt oder was ist da los? Dann hat der Herr gesagt, Maria, würdest du mich weiterhin lieben, auch wenn sie nie mehr lebend zurückkommen? Boah, ich habe einen Schrei aus und gesagt, Herr, 90% meiner Prophetien sind mit meiner Tochter verbunden. Das kannst du nicht machen. Aber ich habe dann mich durchgerührt und gesagt, okay, Herr, wenn das dein perfekter Plan ist für meine Kinder, ich weiß, alle drei sind in der Ewigkeit, weil sie alle drei Jesus lieben, dann sage ich ja. Und Friede kam in mein Herz. Und 10 Minuten später sind sie gekommen. Aber verändert. Die Kinder gehören nicht mehr mir, die gehören Gott. Meine Tochter hat dann daraufhin, ist sie zu mir gekommen, also nicht jetzt aufgrund dieser Sache, sondern ein paar Tage danach kommt sie zu mir, sagt sie, Mama, meine Mama, kann ich nicht einen YouTube-Kanal haben? Sag ich, was ist denn das wieder? Sagt sie, ja, ich möchte singen. Ja, was möchtest du denn singen? Sagt sie, Mama, wir müssen jetzt die Menschen zu Gott rufen. Die ganze Welt braucht jetzt, dass wir sie zu Gott rufen. Sie hat noch nie eine Gesangsstunde gehabt. Sie ist ein äußerst talentiertes Mädchen, hat eine wunderbare Stimme. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, der in der Medienarbeit ist, und ich gesagt, du, was ist denn da? YouTube. Sagt der Mama, das mache ich. Ja, habe ich gesagt, deine Schwester will singen. Dann hat er gesagt, machen wir mal eine Aufnahme. Und dann haben sie eine Aufnahme gemacht. Dann hat mein Sohn gesagt, Mama, das ist kein Talent, das ist eine Salbung vom Himmel. Inzwischen hat sie schon ganz viele Lieder, wer hat sie schon gehört? Wer hat sie schon gehört? Ja, ein paar. Also bitte nicht mich loben, Gott loben, okay? Gebt ein Angel, also Angel.Prean. Und dann kommt sie. Und dann habe ich noch einen Sohn, der singt auch wunderbar. Der heißt Patrick Bruni, der hat meinen ledigen Namen. Und die haben Stimmen, sage ich euch. Und die haben tausende von Klicks. Und ich freue mich so. Meine Tochter gehört jetzt Gott. Habe ich ja schon erzählt von ihrer Berufung? Hat sie ihr Zimmer ausgemalt. Und da ist auf der Seite so was Komisches. Sag ich, Angel, was ist denn das? Sagt sie, Mama, das ist mein Name. Sag ich, wie bitte? In welcher Sprache? Sagt sie, Japanisch. Sag ich, wie kommst du auf Japanisch? Sagt sie, Mama, ich habe das nur noch nicht gesagt, aber der liebe Gott hat mir schon vor längerer Zeit gesagt, dass mein Missionsfeld Japan wird. Und ich lerne jetzt schon lange Japanisch mit dem Computer. Wirklich, habe ich gesagt. Ja, hat sie gesagt. Und das ist mein Name in meiner Sprache. Ich bräuchte jetzt ganz dringend jemanden, der mir, eine echte Japanerin, und sie soll gläubig sein, haben wir jetzt gefunden inzwischen. Die telefonieren jetzt miteinander. Ich sag's euch, wie man sowas verstehen kann, ist mir schleierhaft. Jetzt habe ich sogar eine japanische Bibel, die ich hier bringe. Amen. Und dann hat sie mich schon gefragt, ob ich mit dir nach Japan gehe. Sag ich, ich gehe mit dir nach Japan und ich trage die Bibel. Amen. 17 Jahre, die weiß hundertprozentig, ihre Zukunft ist Japan. Die Japaner sind sehr liebenswerte Menschen, aber sehr leistungsorientiert. Meine Schwägerin war Japanerin und ich glaube, die hat mein Angel sehr geliebt und die hat es da reingelegt. Sie ist schon in der Ewigkeit. Aber ja, wenn ich das nächste Mal komme, habe ich vielleicht Schlitzaugen. Aber ich gehe mit meiner Tochter, ich werde sie begleiten. Amen. Ihr Lieben, ihr wisst ihr was? Viele von euch werden rausgeschleudert werden in das Meer, das offene Meer dieser Welt. Wisst ihr, wenn man einen Haifisch in einem Aquarium großzieht, der, wenn er so klein ist, der wird nie wachsen. Der bleibt klein. In einem Schwimmbad, bleibt der klein. Aber wenn du den raushaust ins offene Meer, dann fängt der Wachsen an. Und ich glaube, viele von euch, ihr Lieben,
werden hinausgeschleudert in den kommenden Monaten und Jahren in das offene Meer der Welt. Um ein Missionar zu sein. Ihr seid so begeistert. Ich schlafe bald ein mit eurer Begeisterung, ihr Lieben. Gott hat große Pläne für dich. Große Pläne. Mama, für dich auch noch, Oma. Amen. Große Pläne. Weit größer, als du dir vorstellen kannst. Weit größer. Ich garantiere es euch. Wenn er mit mir solche Pläne macht, erst mit dir. Ich war das schüchternste Kind, was du dir vorstellen kannst. Aber ich habe alles ausgetauscht mit Jesus. Den Angsthasen habe ich mit dem Löwen von Juda ausgetauscht. Die lausige Geschäftsfrau habe ich mit dem Herrn Jesus ausgetauscht. Jetzt sitzt ein Jude in mir. Den kannst du nicht über den Tisch ziehen, ihr Lieben. Ich habe jetzt jüdische Geschäftstüchtigkeit. Ich kriege Träume und Visionen, dass mein Rechtsanwalt sagt, wo ist denn das wieder her? Sag ich, habe ich geträumt. Sagt, das ist die beste Idee. Das deckt alles ab. Sag ich, aber für das darfst du mir nichts verlangen. Das hat mir jetzt der Heilige Geist gegeben. Amen. Der hat mich schon angerufen für schwierige Probleme, ob ich nicht träumen soll. Halleluja. Ihr Lieben, Jesus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist der beste Architekt, das ist der beste Lehrer, das ist der beste alles. Alles. Und den musst du nur, und je mehr du gefordert wirst, umso mehr wirst du dich verlassen auf ihn. Und dann wirst du ihn kennenlernen. Wow. Der ist vor allem ist ein Top-Level. Amen. Willst du den kennenlernen? Wollen wir beten? Wollt ihr euch zur Verfügung stellen für die großen Pläne, die Gott hat? Dürfen die weit über dein Vorstellungsvermögen hinauswachsen? Darf er dich ins offene Meer der Welt schleudern? Amen. Aber viele werden in Deutschland, wisst ihr, Deutschland ist das größte Missionsfeld, was ich je erlebt habe. Österreich, so viel Religion, dass sie gegen den Glauben immun sind. Aber die werde ich jetzt mit dem Fernsehen bearbeiten. Da können Sie mich nicht mehr auslachen, ich bin weit weg davon. Amen. Ihr Lieben. Und ich glaube, jeder von euch sollte ja mal so spannende Geschichten, die Gott mit euch gemacht hat, niederschreiben. Wisst ihr, das sind Zeugnisse. Es gibt nichts, für mich, nichts Interessanteres wie Biografien. Also ich liebe, wenn ich höre von Menschen, wie Gott mit ihnen gehandelt hat. Und darum liebe ich die Bibel, wo so viele Geschichten drinnen sind. Amen. Und da lernen wir die Größe Gottes kennen. Jedes eurer Leben ist es wert, ein Buch zu schreiben. Denn kein Leben hier ist so verlaufen wie das andere. Und da lernt man erst die Schöpferkraft Gottes kennen. Amen. Mama, du hast auch schon noch den Hitler erlebt, gell? Ja. Ich habe meine Großmutter gehabt. Ich bin so stolz auf meine Oma. In der Hitlerzeit, die war etwas klein und ein bisschen bummelig. Die ging durch die Stadt. Heil Jesus! Heil Jesus! Dann haben sie gesagt, die spinnt, die lass mal laufen. Die ist verrückt. Von der Dunkelheit ins Licht. Amen. Meine Großmutter war eine extrem gläubige Frau. Die hat nur einen Sohn gehabt und einige Töchter. Und der Sohn war mein Vater. Dann hat sie gebetet, lieber Gott, nimm mir diesen Sohn nicht. Lass den leben. Lass ihn überleben, den Krieg. Und der mein Papa ist sterbenskrank geworden vom Anfang an des Krieges. Beide Nieren haben versagt. Und er ist nie an der Front gewesen, weil er so krank war immer. Immer in den Büros hinten, ja. Und ich kann mich erinnern, wie er zurückkam vom Krieg. Also wirklich. Und da sagt die Mama zu ihm, willst du leben? Sagt er, ja. Also ich sage, okay, Kinder, ab heute kein Salz mehr in der ganzen Familie. Wir haben salzfrei gegessen, jahrelang. Und dann haben wir
ein Haus gebaut und da hat die Sonne so auf seinen Rücken gescheint. Die Ärzte, die ganze Zeit in der Hitlerzeit, wollten sie ihn operieren und er hat gesagt, diese Knaben lasse ich nicht an meinen Körper, lieber sterbe ich. Und er wurde nicht operiert. Aber noch, und er hat nie Dialyse gehabt. Und beide Nieren waren kaputt. Und die haben nicht gewusst, wie er lebt. Aber meine Großmutter hat gebetet, lass meinen Sohn nicht sterben. Jahre später wurde er durch eine Röhre wegen einer anderen Sache geschickt, haben sie 3 Nieren entdeckt. Meine Großmutter hat gebetet und Gott hat eine 3. Niere geschaffen. Und wie er dann zurück war, haben alle 3 angefangen zu arbeiten. Der hat einen Umsatz gehabt, das sage ich euch. Das ist gelaufen. Amen. Betet, betet, betet. Gott hört Gebete. Amen. Und holt die Gebete heraus aus der Bibel. Und ihr werdet sehen, wenn wir das Wort Gottes beten, wie das durchschlagt. Und jetzt, wir müssen beten. Und ich bete, ihr Lieben, dass in Deutschland eine echte Erweckung kommt. Eine Erweckung, wo Menschen zu Jesus kommen. Wo Menschen wirklich wissen, was mit dem Leben überhaupt, was das für einen Sinn hat. Wir sind da, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Für die ewige Herrlichkeit oder das ewige Verdammnis. Jetzt möchte ich gern jeden fragen, wo glaubst du, dass du endest? Kann mir jemand was sagen? In der Herrlichkeit. Warum? Du gibst mir immer gleich die richtigen Antworten. Halleluja. Kann ich nicht die anderen auch noch fragen? Weil Jesus für uns gestorben ist. Amen. Ist genauso, wenn du ein Todeskandidat wärst und du wartest auf dein Todesurteil und der andere kommt und sagt, übernehme ich. Geh du raus. Genauso ist es. Jesus hat alles bezahlt für dich und für mich. Ist es nicht genug, um ihm nachzufolgen? Ist es nicht genug, um ihn zu lieben? Wer noch nicht weiß, dass er sein Leben neu geschenkt bekommen hat, durch Jesus Christus, der es noch nicht kapiert. Das Alte ist was? Vergangen. Habe ich schon überzogen, gell? Okay, hat euch das was gebracht heute? Ihr Lieben, Gott schreibt Geschichte mit jedem von euch. Und er sagt mir jetzt dauernd, das war erst der kleine Anfang. Jetzt geht dann erst die Post ab. Und wir glauben, wir haben eine weltweite Ausstrahlung, schon allein durch das Fernsehen, aber auch durch die Arbeit, die wir machen. Das ist Reich Gottes Arbeit. Wir kümmern uns um die Waisen, um die Witwen. Und wir wollen jetzt auf allen Ebenen Reich Gottes bauen. Unsere Felder dürfen am 7. Jahr ruhen. Keines unserer Tiere kriegt Hormone. Die Menschen auch nicht. Amen. Wir glauben auch, ihr Lieben, ich glaube auch, und bitte fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten, dass die Mode sich ändern wird im Reich Gottes. Gott möchte, dass wir wieder königlich ausschauen. Dass wir Frauen wieder Röcke tragen. Ich bitte jetzt gleich um Vergebung. Dass wir wieder Gott verherrlichen. Amen. Dass wir die Kinder erziehen in der Gottesfurcht, in der Demut. Dass wir Ehen haben, die Aushängeschilder sind für die Gegenwart Gottes. Also ich glaube, dass alle Bereiche unseres Lebens in den kommenden Jahren und Jahrzehnten durchdrungen werden, der Sauerteig vom Reich Gottes. Und da rate ich euch alle, kauft euch das Buch 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Da werdet ihr sehen, im Reich Gottes sind ganz andere Gedanken wie in der Welt. Amen. Vergib und du wirst
vergeben. Wisst ihr? Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Gib und du wirst empfangen. Die Letzten werden die Ersten sein. Also kauft euch dieses Buch. Aber es sind auch noch andere Bücher da draußen, die ihr kaufen könnt. Wir wollen gern mit leeren Kisten wegfahren. Amen. Und jetzt, und dann habe ich euch erzählt von dem Buch, das jetzt geschrieben wurde über mein Leben. Das Senfkorn. Wir haben es leider nicht hier, aber ihr kriegt es in allen Buchhandlungen. Ihr kriegt es auch in, man kann es auch als E-Buch bestellen bei Amazon. Und man kann es vor allem Leuten schenken, die nichts am Hut haben mit Religion. Und die werden dann begreifen, dass Gott sie liebt, dass Gott einen Plan hat für sie und dass sie erlöst sind. Und wie sie da mit diesem Jesus eins werden können. Amen. Gut. Wer will ein Chikumi Kuchikumi Christ werden? Das heißt 100%. Dann steht auf. Die wollte da auftreten. So. Wer glaubt, dass Gott große Pläne für dich hat? Wer glaubt es? Große Pläne, die weit über dein Vorstellungsvermögen hinausgehen. Amen. Gott freut dich. Ja, schaut mal an, wie die Hände streckt. Halleluja. Jawohl, Gott hat große Pläne. Größer, als du dir je hättest vorstellen können. Amen. Und dann betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für mein Leben. Das war nicht meine Idee, das war deine Idee. Und ich danke dir, dass ich einmalig gemacht bin. Dass es noch nie so einen Menschen gegeben hat wie mich. Und nie mehr geben wird. Und wer jetzt denkt, Gott sei Dank, den strafe ich, okay? Du bist ein Geschenk Gottes. Sag, ich bin ein Geschenk Gottes für diese Welt. Und wenn ich nicht hier wäre, wäre ein Manko. Und Vater im Himmel, ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst. Lass mich deine Pläne jeden Tag erkennen und freudig darin wandeln. Danke, Vater, dass du jeden Tag für mich planst und ich nur auf dich hören muss und dann darin wandeln. Danke, Vater, dass du mich täglich reinigst von allen toten Werken und dass dein Sohn mein Leben geworden ist. Ich habe ihn aufgenommen in mein Herz. Herr Jesus, mach es dir gemütlich in diesem Tempel des Heiligen Geistes. Ich liebe dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Und ich vertraue dir, dass du das gute Werk vollendest, das du in mir begonnen hast. Danke, Herr. Und alles, was da noch repariert werden muss, bitte sei barmherzig. Mit dem geringsten Schmerz und in der kürzestmöglichen Zeit. Und hilf mir, bei dir zu bleiben. Koste es, was es wolle. Denn du willst mich segnen und zum Segen setzen für diese Welt. Und ich will eins werden mit diesem Wunsch. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, danke Jesus. Und jetzt möchte ich euch sagen, wir haben nicht mehr sehr viele, aber ein paar von diesen Andachtsbuch. Gott hatte einen super guten Tag, als er dich erschuf. Amen. Die meisten Christen wissen nicht, was Gott investiert hat in dich. Wie einmalig wunderbar du bist.
Amen. Wunderbar. Also das wäre draußen. Und dann komm in deine Bestimmung. Das ist ein gutes Buch, um dort zu enden, wo Gott dich haben möchte. Amen. Und da möchte ich euch noch, setzt euch nieder, da lese ich euch noch ganz kurz was vor. Es tut mir leid, aber... Ihr wisst schon, ein Mann, ein Wort, eine Frau oder so. Aber das erste Kapitel hier, das ist sehr wichtig. Entschuldigung, ich bin gleich soweit. Im 2. Korinther 3, 6 heißt es, er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Amen. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist was? Leben. Amen. Und dann möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, was mich sehr beeindruckt hat und was sehr viel uns erklärt. Ein Mann kam nach Hause und fand sein Haus überschwemmt. Sofort holte er einen Eimer und Tücher und fing an zu wischen. Er wischte und wischte und schwitzte und schwitzte. Er strengte sich unglaublich an. Aber das Wasser schien kein Ende zu nehmen. Habe ich da Konkurrenz? Irgendwann kamen die Nachbarn und halfen ihm. Doch es wurde nicht besser. Schließlich besuchte er Kurse, wo man lernte, geschickter zu wischen. Auch für Konferenzen gab er viel Geld aus, um eine Lösung für sein Problem zu finden. Und immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass er mit der neuen Anstrengung die Sache endlich in den Griff bekommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Er hatte die besten Absichten, war der Aufgabe völlig hingegeben, setzte alle seine Kräfte ein, strengte sich sehr an, überlegte sich ständig neue Methoden und freute sich über Teilerfolge. Aber alles endete immer wieder im Frust. Eines Tages, als er bereits total erschöpft und sehr müde war, er wünschte sich schon den Tod, kam ein Freund vorbei. Dem bekannte er, dass er nicht mehr könne und kapituliere. Daraufhin ging der Freund ins Haus und drehte den Wasserhahn ab. Halleluja. Vorgestern hat mir mein Bruder, der schickt mir immer so ein bisschen witzige Sachen, schickt er mir. Ein Psychiater sagt, also ein Mann geht zum Psychiater und sagt, wie kann man feststellen, ob jemand normal ist oder nicht? Sagt er, wir prüfen alle, die in die Psychiatrie kommen. Wir machen eine Badewanne voll mit Wasser und dann geben wir ihm einen Kaffeelöffel und eine Tasse und eine riesige Kanne. Und dann soll er die Wanne leeren. Und dann sagt er, wie würden Sie das machen? Er sagt, natürlich. Die große Kanne, sagt er, Sie können auf Zimmer 39 gehen. Der Gesunde zieht den Stöpsel raus und das Wasser rinnt ab. Amen. Halleluja. Halleluja. Und da braucht man die Weisheit Gottes dazu. Amen. Und Gott möchte dir Weisheit schenken. Ja, also das Buch, und wisst ihr, alle meine Bücher sind wirklich aus meinem Leben heraus. Komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Bitte, also ich bringe die Bücher locker los, okay? Aber ich hätte gern, dass ihr gesegnet werdet hier und weiterkommt. Und lernt von dem, schneller weiterzukommen, wie ich es gemacht habe, okay? Weil das sind alles meine Lebenserfahrungen. Gott möchte mit uns ans Ziel kommen, wo wir wirklich wissen, Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Pastor, hast du noch was zu sagen? Amen. Ihr Lieben, jeden Tag, ich bitte euch, dankt Gott, dass er euch erschaffen hat. Amen. Und dass er das Werk vollenden wird, das er begonnen hat. Du bist in deiner Hand. Das musst nicht du produzieren, das macht er. Aber bleib in seiner Hand. Bleib in seiner Hand. Immer wieder sage ich, Herr, wenn da noch was ist, was dir eine Blockade gibt, bitte komm und arbeite daran. Ich möchte ein durchlässiges Gefäß sein, sodass du durch mich strömen kannst. Und er möchte durch jeden von uns strömen und die Liebe Gottes in diese Welt bringen. Und diese Welt braucht jetzt Liebe. Und Verständnis.
und Mut und Glauben und Freude und Frieden. Ein paar Glaubens, okay. Da habe ich, hab ich gar nichts gehört und da drüben auch nichts. Ihr müsst noch ein bisschen. Ja, und wisst ihr, unsere Worte haben enorme Macht. Enorme Macht. Und wie oft ich mit dem Teufel aber schon anständig rede, dass er abhauen soll. Ausstellen, schon steige ihm auf die Füße. Und ich sage immer wieder, sage ich, du hast nichts mehr verloren auf der Welt. In meinem Umreich herrsche ich über die Mächte der Finsternis. Amen. Und natürlich hänge ich mich an Jesus mit jeder Faser meines Seins. Und der vollkommenste Christ ist der, der hundertprozentig die Gnade und die Gunst jeden Augenblick braucht. Amen. Abhängig zu sein von Gott ist die größte Reife eines Menschen. Der will nicht, dass wir unabhängig von ihm leben. Der will, dass wir mit ihm in gemeinsam leben und ihm alle Ehre geben, aber du darfst die Freude behalten. Amen. Also ich habe mich richtig verknallt in euch. Am liebsten täte ich nur weiterreden, aber der Herr segne euch. Amen.